Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Ich fange heute an, indem ich das Training mal eben, also den Bunker mal eben aktiv schalte, damit alle Zwerge mal eben reinkommen. Auch der Dale, der draußen am Holzhacken ist. Und wir dann in Frieden mal eben, Moment, ich warte noch mal ein Sekündchen, im Frieden mal eben den Schalter wieder zurückholen, um unseren Elfentest noch durchführen zu kommen. Dann möchte ich, dann können wir das auch direkt wieder ausmachen hier, mal eben eine kleine Notfallprobe, wobei, wenn wir das jetzt direkt ausmachen, dann rennt der Dale bestimmt auch direkt wieder raus. Mal ganz eben an, bis der Schalter gedrückt wird von irgendwem. So, ja, eine Sache, in den Kommentaren von vor zwei Folgen wurde ich mal eben auf die Silberhammer und die, also beziehungsweise auf die Kupferwaffen und Eisenwaffen, die ich da gebaut habe, hingewiesen, weil Silber und Stahl ja besser wären. Das hatte ich ja auch so geplant. Wir machen den ganzen Billigrummel jetzt erstmal, damit unsere Schmieden das Schmieden lernen. Unsere Schmiedezwerge das Schmieden lernen, so. Und aus den Waffen machen wir dann, oh Gott, was haben die denn für Haustiere alles mitgebracht, die Immigranten vom letzten Mal. Aus den Waffen machen wir Waffenfallen und die Rüstung, die verticken wir nachher oder rüsten irgendwelche Miliztrupps damit aus, vorerst mal gucken. Ich möchte natürlich schon aus Stahl die Rüstung haben. Das ist so ziemlich das erreichbarste, gutes, das ist das beste, schnell erreichbarste Metall. Und ja, Waffensilber deswegen, weil wir bevorzugt Hämmer benutzen werden. Denn Hämmer sind gut gegen Brustplatten und die Goblins tragen hauptsächlich Brustplatten. Und Hämmer sind natürlich besonders toll, wenn die schwer sind und Silber ist schön schwer. Das machen wir dann aber Silber. Ja, Silber haben wir schon, da können wir tatsächlich mal schon welche bauen, wenn wir da ein bisschen Skill haben. So, außerdem habe ich gesehen, wir haben jetzt auch Kinder im Vorort. Kinder sind schön. Da oben sieht man eins. Die sind da. Wenn die sterben, sind die Leute besonders traurig. Und die machen aber nicht viele Aufgaben. Und die wuseln vor allen Dingen auch oft mal irgendwo rum, wo man sie gar nicht erwartet. Die können natürlich auch mithelfen, ein bisschen tragen und so, aber halt keine richtigen Jobs annehmen. Und wir müssen mal direkt dann später nochmal gucken, ob wir Katzen haben. Aber überhaupt mal eben die einlisten. Ich habe hier ein paar Berufe nochmal verteilt. Zum Beispiel einen Wardog Trainer, Animal Care. Alles, was wir noch nicht so hatten. Wir haben es natürlich geschafft, 44 Zwerge zu bekommen, von denen nicht einer irgendwelche Schmiedefähigkeiten hat oder Gem-Fähigkeiten. Deswegen habe ich auch da einfach mal jetzt welche ernannt. Namen habe ich auch verteilt, nämlich hier den Apodeath habe ich nochmal mit reingenommen. Auch ein Let's Player. Und den Trumas, wo haben wir ihn? Und den Vash. Da, der Vash macht auch Let's Plays. Könnt ihr alle auf YouTube finden. Außerdem ja, noch so ein paar Kleinigkeiten. Also viele Namen habe ich auch noch freigelassen. Falls noch wer rein möchte, immer gerne. Für Apodeath und für den Trumas habe ich mir nämlich auch direkt hier schöne Positionen einfallen lassen. Nämlich an meiner Seite in der Garde. Das heißt, er wird es wahrscheinlich öfter welche von geben. Aber die hatten ganz gute Kampfskills, die ich ja nicht verschwenden möchte. Die müssen wir lernen. Jetzt haben wir, glaube ich, in jedem Waffenbereich schon mal einen Ausbilder. Aber wie gesagt, Hammer spielt am meisten die größte Rolle. So, wo ist der nächste denn? Ich sehe ihn gerade nicht. Der auch mal umgetauft in Warrior. Ist ein bisschen so leichter zu sehen. Gut, dann haben wir schon 5 Mann starken Trupp. Und dann passt das auch schon wieder. So, ja, das ist ein bisschen winzelig jetzt. Ich werde direkt nochmal... Ich habe schon 30 Betten in Auftrag gegeben, aber Türen fehlen noch. Keine Eisentüren, keine Holztüren, einfach Türen. Die brauchen wir sowieso. So, da ist der Leatherworks, ist suspended worden, weil ich da den Alarm an hatte. Da springen wir eben hin und machen das rückgängig. So, die können wir dann nämlich jetzt auch mal dann anfangen. Oh, und ich sehe... Ah, die Elfen haben erreicht. Und ich glaube, die Elfen hatten gar keine. Die hatten gar keine Waren dabei. Schade. Vielleicht nächstes Mal. Aber wir lassen sie trotzdem mal rein, die lieben Elfen. Vorerst. So, bitteschön. 2 jämmerliche Jacks. Was wollt ihr uns denn da andrehen mit? Mal gucken. So, wie ich schon mal erwähnt habe, müssen wir jetzt aufpassen, was wir vertauschen. Keine Sachen aus.
Holz. Da sind sie sehr empfindlich. Hier so Türen, die so nichts. Ne, ohne was Besonderes. Ah. Ohne was Besonderes können wir zum Beispiel machen. Crafts haben wir auch gar nicht so viel gemacht. Oh. Ich nehme mal die Kiste. Okay, die Mage-Shirts können wir vielleicht schon mal eins von verkaufen. Nee, das nicht. Ah, wir können ihnen direkt Holz verkaufen. Das freut sie bestimmt. Wir haben schon ziemlich viele Bolzen. Crossbows zum Einschmelzen habe ich die vielleicht mitgenommen. Weiß ich schon gar nicht mehr so genau. So, ja, das ist natürlich ein bisschen schlecht jetzt. Wenn wir gar nichts zum Verkaufen haben. Da ist auch nichts. Mechanismen könnten wir nochmal aussortieren. Die Minus-Dinger raus. Oh, da hat Karia dann doch schon ein bisschen was gebaut. Die bringen aber wahrscheinlich auch nicht viel Geld. Und dann hätte ich ja auch gerne die Limonit, die restlichen da nochmal raus. Aber ich sehe sie gerade gar nicht. Haben wir die schon verbaut alle? Na schön. Nein, nicht raus. Fällt uns noch schnell was ein? Wir können natürlich ein paar. Aber nee. Crafts wären schön. Aber ich kann ja nochmal ganz fix Crafts im Auftrag geben. Vielleicht nicht nur Stein, sondern auch. Wir hatten auch schon einen Bone Carver. Also da sollte ich natürlich Stein machen. Und da machen wir hier. Na, ich mache mal Totems, denn Totems macht man aus den Köpfen von Tieren. Die haben den. Also Köpfe kann man zu nichts anderem machen. Und die Knochen könnten wir eventuell noch für die Bolzenproduktion gebrauchen. Deswegen nehme ich jetzt mal bevorzugt die. Wobei wir werden noch so viele Knochen finden, dass. Also da brauchen wir eigentlich noch nicht drauf zu achten, denke ich. So, ich tue auch nochmal einen dritten Craft Dwarfs Workshop dahin. Da brauchen wir sowieso noch einige von. Denn die haben eigentlich immer was zu tun. Und ich habe gesehen, ich habe bei der Baracke was falsch eingestellt. Und zwar habe ich hier, das war gesagt, hier lagert euer Equipment und trainiert hier. Achso, nee, Sleep hatte ich noch nicht, weil wir noch gar keine Betten aufgestellt haben. Da fällt mir ein, könnte ich hier nochmal eben die Zimmer erweitern. Weil für 5 Leute habe ich mich jetzt schön wieder verbaut, hier sehe ich gerade. Aber die müssen, wenn die hier schlafen, dann müssen die auch keine Einzelzimmer haben. So ein Rummel. Ich glaube, das zählt dann sowieso nicht so. Müssen wir eventuell die Stube später dann nochmal ausquartieren. Hauptsache, die können hier erstmal schlafen. Und zwar einigermaßen gut. Kriegen natürlich trotzdem die besten Betten, die wir haben. Ich könnte auch nach oben raus. Sollen wir das machen? Zumindest solange der eine Trupp noch hier ist. Könnten wir eigentlich schön nach oben ein bisschen raus. Machen wir hier Mauer, da einen. Na, machen wir hier schon nach oben. So, das kriegen dann die neuen immer. Ah, Wasser. Wo ist es genau? Na, okay. Streichen wir das wieder. Ja, erst ein bisschen knapp hier auf der ersten Etage. Macht uns aber nichts. Wir kommen damit klar. Hoffe ich. So, das dann später. Ich schau mal eben, Betten hatten wir da schon richtig gute. Erstmal hier 2 in jedem Raum. Ich glaube, die muss man auch gar nicht getrennt designieren. Ne, dann lassen wir das erst noch. Okay. Oder. Workshop ist schon fast fertig. Dann tue ich doch mal. Was könnten wir denn nochmal machen? Haben wir sowas schon? Hatte ich Leder? Ich glaube, ich hatte Leder gekauft letztes Mal, oder? Könnten wir vielleicht schon Leder. Ah, ne, die gehen hier gar nicht. Close Shell Bone. Na, ich mach nochmal. Rock. Wir könnten auch mal Musikinstrumente machen. Erstmal nur Crafts. Ganz viele. Solange die Elfen noch nicht da sind. Die brauchen ja sowieso noch. Also, sie bauen sich ja noch auf und dann.
Jetzt sind sie da und laden ab. Die haben so bestimmt nur Rummel dabei. Also ich kann mir nicht vorstellen, was wir von Elfen gebrauchen können. Aber warten wir nochmal eben ab. Ah, den Trader könnte ich schon mal eben anfordern. Mit R. Und dann gehen wir direkt auf N. Und tun das Bookkeeping auch nochmal einen runtersetzen. Eigentlich ist das eh noch nicht so interessant. Weil da wird doch ziemlich grob gerundet. Also nicht so grob. Und dann schaue ich mal eben hier in die Aufträge. Wir haben ja mittlerweile... Soll ich direkt schon wirklich anfangen hier? Nee, wir machen erst nochmal ein paar Kupfersachen. Nur zum Üben. Können wir das schon mal Warhammer machen, üben lassen. Dann können wir damit zuerst anfangen. Und ich glaube, ich verdicke dann die Kupfersachen jetzt auch erstmal. Oh, nee. Besser eine Kupferrüstung an als gar keine. Ja, lassen wir mal ein bisschen tragen. Oh, da fängt's an, das Spiel spannend zu werden. Wir haben einen Dieb entdeckt. Wer ist denn der mutige Entdecker? Der Rimta Kolonchen, ein namenloser Hauler, hat hier unseren ersten Kobold-Dieb erwischt. Das ist so ziemlich das erste Zeichen dafür, dass wir entdeckt wurden. Mal gucken, ob der schon was geklaut hat. Ne, der hat einen Silberdecker dabei. Den brauchen wir jetzt nicht töten, denn der haut, sobald er entdeckt wurde, hauen die Diebe ab. Zumindest die Kobold-Diebe. Und das heißt aber, dass uns demnächst wahrscheinlich Snatcher und vielleicht auch schon die ersten Angriffstruppen erwarten. Die kommen immer recht gleichzeitig mit den Karawanen. Aber ich denke, eine Saison haben wir noch locker Zeit, um hier draußen ein bisschen abzuholzen. Ich habe auch noch... Oh oh. Okay, da kommt das nächste. Eine Wehrratte, Arul Kwapkunut, ist gekommen. Eine Riesenratte, die in einer humanoiden Form verwirbelt ist. Sie ist verrückt nach Blut und Fleisch. Augen glühen azurblau. Dunkelbraunes Haar. Jetzt werden wir wissen, warum wir die Nacht feiern. Oh, okay. Unser erster Miliztrupp. Eine Ratte. Schade, dass wir noch nicht die Fallen aufgebaut haben. Mal eben Enter. Pause. Schauen wir uns die da direkt an. Wo ist sie denn? Arul Kwapkunat. Oh, die geht sogar berserk. Sind hier, glaube ich, immer die mystischen Viecher. Na, wir wurden hier hingeschickt. Oh Gott, die ist ja direkt schon vor den Toren. Da kann ich nicht mal die Tür hochziehen. Okay, alles mit der Ruhe. M. Da werden wir wohl eventuell jetzt schon die ersten Zwerge fallen. Jedenfalls, weil wir da gerade jede Menge rumrennen haben. Wohl hauptsächlich namenlose Hauler und Dave. Aber immer mit der Ruhe. Militär, A. Jetzt hauen wir... Das verhindert jetzt natürlich auch das Handeln, aber es sind nur die Elfen, also egal. Den zivilen Alarm aktiv, jetzt gehen wir auf S. A. Und machen die mal aktiv. Ah, die sind aktiv, okay. Und die haben wahrscheinlich jetzt gerade Pause. Oder hatte ich die... Ich glaube, ich hatte hier nie die Schedule angeschaltet, ne? Die muss man nämlich, glaube ich, auch... separat an. Nee, doch nicht. Okay, sind aktiv. Dann gehen wir direkt mal. Ich weiß nicht, kann die doch jetzt nicht. Ich lasse die sich mal eben sammeln. Oh, da wird schon gekämpft. Wer ist das Opfer? Obok Lieber Schalat, ein namenloser Hauler, liegt in einem Pool voll Blut. Ich glaube, wir müssen hier direkt mit dem Killbefehl arbeiten, sonst haut ihr uns da alles klein. Oh, sein rechter Arm ist schon stark verwundet und er ist gestunt. Der einzige Vorteil ist, dass die anderen jetzt schön reinrennen können in der Zeit, wo sie da kämpft. Wenn ich jetzt wüsste, dass wir keine Zwerge draußen haben. Es sieht aber gerade tatsächlich so aus, als wenn alle anderen schon drin sind. Dann könnte ich sagen, was liegt denn da noch für Reste? Ach, da wurde gejagt. Ich
zieh mal die Brücke hoch. Vielleicht ist die lang genug beschäftigt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir so eine epische Wehrratte mit unseren unbewaffneten Truppen noch nicht töten können. Aber sicherheitshalber geben wir schon mal einen Station-Befehl. Die sollen sich mal hierhin bewegen. Und wenn wir Pech haben, kostet... Oh, ich hätte erst die Fallen noch bauen müssen. Aber okay, der Gang ist auch gerade erst fertig. Ich ändere auch nochmal eben die Zone hier. Verlegen wir eben die Hunde hier rein. Ein Notfall-Pen-and-Paster. Wobei, ich glaube, die Hunde können da gar nicht alleine reingehen. Eventuell muss ich den Gang zu dem Burrow mit hineinnehmen. Und das würde dazu führen, dass da dann die Leute da rumrennen. Oder ich heb den Befehl ganz kurz auf. Aber dann rennen alle raus. Nee. Dann lieber andersrum. Tun wir das kurz mit in den Burrow schmeißen. Dürfen wir nicht vergessen, dann direkt wieder rauszunehmen, wenn die Hunde raus sind. Oh, und ich sollte vielleicht auch eine Verbindung zu dem anderen Büro bieten. Oh Gott, hoffentlich ist das jetzt keine schlechte Idee. So, Schalter wird gedrückt. Das hatte ich gemacht, ne? Station-Befehl ist gegeben. Die Armee rückt sofort an. Die Hunde werden abgeführt. Wo ist die Ratte hin? Ah, da draußen sind noch... Oh nein. Okay. Verdammt, da waren nur jede Menge Zwerge. Warum habe ich die nicht gesehen? Wahrscheinlich alles namenloser, oder? Oder unsere neuen Woodcutter. Oin usta fikop. Der da sieht wichtig aus. Oh, das ist unser Stone Detailer. Da hat er den Skill am höchsten. Brauchen wir noch nicht wirklich, aber... Wir sollten sie trotzdem nicht töten lassen. Das gibt uns auf jeden Fall Zeit, das Militär zu sammeln. Und der hält sich da ganz schön lange, der Zwerg. Also ich hatte einen, der hatte ein paar defensive Skill. Den habe ich aber nicht zur Armee genommen, weil er keine Offensive hatte. Oh, er sieht aber nicht gut aus. Bewusstlos, übermüdet, hat extreme Schmerzen. Ober- und Unterkörper verletzt, der Kopf schon schwer verletzt, der rechte Fuß schwer, linker Fuß und linkes Bein auch leicht. Ich glaube, von dem können wir uns auch verabschieden. Wir können hier übrigens, habe ich euch auch noch nicht gezeigt, wenn wir noch keinen Kampf hatten, mit R ins Kampfjournal gehen. Hier können wir genau sehen, der weiße Stalk ist fighting, wer jagt, und hier haben wir auch, die Wehrratte ist am Kämpfen. Hier sieht man halt genau, wie die beiden hier kämpfen. Die Wehrratte nimmt hier zum Beispiel den Hauler und schüttelt die, also packt ihm den Kopf, schüttelt ihn herum und reißt ihn einige Kopfmuskeln raus. Und ich glaube, dass der jetzt aber dennoch legt. Haben wir noch einen Kampf? Das ist, glaube ich, der letzte, oder? Also Warlock Trailer ist Hunting? Das sollte eigentlich aus sein. Ach, das sind vielleicht noch alte Meldungen. Saula ist noch was drin. So, komm, wir gucken mal. Wir können auf jeden Fall jetzt wieder rein. Ich hoffe, der eine rettet sich auch. Die Hunde sind abgeführt. Wir können... Was tragen die denn da? Was schleppt ihr rein? Inventar. Die haben... Ach, die tragen Crossbows rein. Okay. Da, okay. Jetzt haben wir natürlich auch das Problem, dass ich bisher, glaube ich, nur einen... Was war das? Die Wehrratte ist jetzt ein Mensch. Was? Die kann auch zu einem Menschen werden. Wo ist sie denn hin? Ich sehe sie gar nicht gerade. So, Einheitenlisten. Wo bist du? Ist weg. Die ist abgehauen. Aber das ist mal eben zwei... sehr wichtige, ich wollte jetzt nicht, also ich würde sie nicht unwichtig nennen, aber zwei namenlose Hauler erschlagen.
und ist dann abgezogen. Wahrscheinlich hat der eine Horde sie tatsächlich... Ach schade, ich hätte ja gerne noch die Verletzungen dann gesehen, weil der Kampf ja doch recht lange gedauert hat. Aber hier haben wir denn da Blut von ihr? Ne, Zwergenblut, Zwergenblut, Zwergenblut. Und tote Zwerge. Wir müssen das positiv sehen. Wir haben ein paar Kamlotten jetzt. Die wir jetzt haben können. Und wir haben direkt mal einen Grund, eine Gruft einzurichten. Lass mal überlegen, wie viel machen wir denn noch? Sollen wir das direkt hier auf Ebene 10 machen? Das bietet sich an, oder? Jetzt haben wir natürlich da noch nicht so richtig für ausgehoben. Ich würde sagen, hier in die kurze Ebene mache ich die allgemeinen Gräber hin. Aber jetzt muss man eben gucken. Irgendwo hier wollte ich noch was anderes bauen, was wir noch planen müssen. Außer ich baue das hier ganz nach außen und nehme ich einen Friedhof. Also ein Verwesung, ein Komposthaufen quasi. Den brauchen wir auch indoor mit der Zeit. Aber das kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Dann lasse ich die Ecke dafür frei, dann räume ich die, die Standardzwergengräber nach hier unten. Da brauchen wir eine Menge, da machen wir ruhig mal ein bisschen breiter. Oh, machen wir hier so einen 10x20 großen Raum. So. Und dann hoffen wir mal, dass die Miner das ganz schnell regeln. Achso, Alarm aus. MA inaktiv. Und wieder nach oben. Mit F1. Und hier bitte die Crafts raus. Denn du musst jetzt erst nochmal... Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie viel Coffins wir gemacht hatten. Ach, die gehen auch gar nicht hier. Entschuldigung. Ja, da kommt man immer ein bisschen durcheinander. Also ich zumindest. Mit den Mason und den Craft Dwarfs Workshops. Na, hier sind Türen in der Mache ohne Ende. Aber bitte nur einen, bin ich mir sicher, habe ich schon gemacht. Kann man den nur einzeln promoten? Ja. Die Tür bitte abbrechen. Brauchst du jetzt nicht machen. Mindestens 2 Gräber brauchen wir. Sonst kriegen wir gleich ein Problem mit. Eventuell sehr bösen Geistern. Na, der Dieb von gerade. Er hatte doch eine Crossbow von uns geklaut und ist abgehauen. Oh nein, der Obok lieber Schallert, der Heiler, wurde gefunden. Ich sehe gerade, Marlene ist aber da. Ich gucke mal gerade, ob wir inzwischen schon ein bisschen Craft gemacht haben wieder, die wir noch hier hinliefern lassen können. Nee. Und dann traden wir mal und gucken, was da drin ist. Ja, da sind doch ein paar sind drin. So, jetzt müssen wir gut aufpassen. Nicht die Kiste nehmen, schön einzeln. Alles raus. So. Okay, die Folge wird ein bisschen länger. Ich würde mal sagen, während ich hier das rumtippe, verabschiede ich mich für diese Folge und sage, bis zum nächsten Mal. Da shoppen wir dann schön bei unseren Elfenfreunden. Noch Freunden. Bis dann, euer Schumbock.